Bolus Gazebo, okay. Gucken wir mal gleich mal rein. Item Shop, nein. Firefly Shrine, nein. Badehaus. Speicherraum, da wollte ich hin. Toll. Bin ich einmal durch die komplette Stadt gelaufen. Ich hätte einfach nur nach links gehen müssen. Aber was soll's. Hallo, alter Mann, ich möchte speichern. Hallo, Shantae. Would you like me to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Okay, speicher mal. Danke, alter Mann. So, okay, ich gehe auch nochmal ins Badehaus. Dann kann ich auch gleich mal testen, ob das die Lebensenergie wiederherstellt, so wie ich vermutet habe. Denn ich habe nur noch ein halbes Herz. Das könnte böse sein. Hallo, schöne Frau. Hi, Shantae. Wieso kennt ihr mich? This is the... Blah, Bathhouse to revive those aching muscles and soak your worries away. Okay. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Aber anscheinend scheine ich in mehreren Städten bekannt zu sein, nicht nur in meiner Heimatstadt. Jawohl, es füllt meine Lebensenergie wieder auf. Ich hatte recht. Gut, gut, dann wollen wir mal weitergehen. Was ist in dieser Flasche? Na egal. Ist das ein Heiltrank? Können wir den mitnehmen? Na egal. Was soll's, was soll's. Vielleicht sollte ich mir irgendwie mal so einen Lebenstrank holen, aber ich gehe erstmal hier rein. Was haben wir denn da? Und ich glaube, das hält überhaupt keinen Tanzpalast-Dings. Was ist das? What is this place? It's too hard to see. It would take 12 fireflies to brighten things up. Okay, anscheinend... Sie hat sich gerade gefragt, was das hier für ein Ort ist. Und wir brauchen 12 Leuchtwürmchen. Oder wie heißen jetzt? Egal. Leuchtfliegenwürmchen, um das hier aufzuhellen. Und dann können wir wahrscheinlich die Schriftrolle da lesen. Nein, ich wollte das nicht benutzen. Egal. Ich verschwende hier meine Items, die ich teuer gekauft habe. Okay, Itemshop. Vielleicht hast du ja was anderes als der andere Itemshop. Und wo muss ich überhaupt hin? Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Zu irgendwem sollte ich, aber ich weiß nicht mehr wem. What can I do for you? Okay, weil 1, weil 2, weil 3. Float? Moment. 5 Float Muffins. Eat one for protection against pits. Ah, okay. Damit, das sind anscheinend so 5 Muffins, mit denen wir schweben können. Dann können wir nicht mehr reinfallen. Ich glaube, davon kaufe ich mir mal welche. Die könnten noch nützlich sein. Dann komme ich vielleicht noch wohin, wo ich nicht sonst nicht hin konnte. Mal sehen. Candy. Exit Candy. Useful for exiting Labyrinths. Falls wir in meinen Labyrinthen drin sind und dann raus wollen, kaufe ich mir doch auch einfach mal. Dann haben wir Flash. 10 Flashballs. Attack from a distance. Klingt auch sehr nützlich. Oh, was? 300. Boot. Double tap up for 2 hits spin kick. You don't have enough. Oh, die will ich haben. Für 400. Okay, also mit dem... Mit den Stiefeln können wir anscheinend einen Spin-Kick ausführen. Und das, glaube ich, ist eine coole Fähigkeit. Die will ich haben. Mal sehen. Attack during a Spin-Kick to drill through your foes. Das klingt auch sehr interessant. Wir können uns dann durch Feinde bohren nach einem Spin-Kick. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug habe. Und es wird immer teurer. Hold down attack to charge up a mighty elbow dash. Aha, Tiara. Noch teurer. Attack during an elbow dash for a powerful twirl attack. Okay, wir können mit unserem Ellenbogen angreifen und dann noch so eine komische Drehattacke machen. Gut, aber dafür habe ich leider nicht genug Edelsteine. Und, restores all hearts. Ich denke mal, weil... Nein, nicht kaufen. Ich denke mal, weil eins würde ausreichen. Aber ich brauche eher Leben, glaube ich. Habe ich die Vermutung. Mal sehen. Ich brauche aber noch... Genau, Flash wollte ich mir noch kaufen. So, dann habe ich auch genug Edelsteine ausgegeben. Den Rest hole ich mir später irgendwie mal. Moment. Gucken wir mal, was wir jetzt so haben. Wir haben... Genau, das ist der Flash. Ah, da oben, das sind die... Genau, das da oben sind die Warp Skids und das sind die Feuerfliegen. Alles klar, das sind die Muffins. Exit Candy. Ja, benutze ich das mal. Also, ich benutze es jetzt noch nicht. Ich probiere es später mal aus. Mal sehen, was uns das so Schönes bringt. Und was haben wir denn noch so? Wir haben Bolo. Genau, zu Bolo sollten wir, glaube ich. Was haben wir sonst noch? Bob Squid hat die Tore und der Speicherraum. Gut, dann haben wir sonst hier nichts mehr. Dann gehe ich mal zu Bolo und rede mit ihm über die Dampfmaschine, die wir jetzt zurückholen sollen. Hallo. Wow, du siehst irgendwie komisch aus. Egal. Wir sollen mit dir reden. Hi, Bolo. I thought I'd find you here. We've got an emergency in Scuttletown. Also, ich habe gehofft, ich finde dich hier. Wir haben einen Notfall in Skulltown. Things have been rather exciting here, too. We just got a visit from the infamous lady pirate Risky Boots. She came here already and she didn't attack? Pah, not at all. She just wanted directions to the dribble fountain. What? You didn't give them to her, did you? She sure was pretty. And that outfit. Ho ho. Ark, you imbecile! Now I've got to get there first. Where's this place?
You probably passed it on the way here. Ja, das war das, wo ich dachte, dass erst die Stadt drin wäre, denke ich mal. The aqueduct below, it is locked up tight, though I suppose I could show you how it opens. You bet you will. You're in the dockhouse as it is. I'll meet you at the dribble fountain. And you'd better be there. Alles klar, okay. Die böse Piratin war schon hier und hat nach einer Fontäne gesucht. Also nicht nach einer Fontäne, sondern nach einer Quelle. Die Dribble Fountain. Und so dumm wie der Typ hier war, hat er natürlich ihr die Richtung dahin gewiesen. Und das ist anscheinend das Wasserding, wo ich vorher gedacht habe, das wäre der Eingang zu Watertown. Was es ja dann doch nicht war und wo ich nicht reinkam. Und wir sollen uns jetzt dann mit ihm treffen und er zeigt uns dann, wie wir da reinkommen. Deswegen speichere ich hier noch einmal, denn ich muss ja mich auf die Rückreise begeben. Hallo, alter Mann, ich möchte bitte speichern. Ja, ich möchte speichern. Ja, dankeschön. Und dann gehe ich mal zurück hier zu der Quelle, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich tun soll. Und das ist, glaube ich, mal ein guter erster Anhaltspunkt. Ich gucke erst nochmal, was hier rechts ist. Vielleicht ist ja auch noch was Interessantes. Regen. Und eine Tomate. Schon wieder. Und die hält mehr aus. Wow, wie viel hält die denn aus? Hallo, Tomate. Okay. Oh Gott, die kann Feuer spucken. Eine Feuertomate. Nein, nein, ich glaube, hier muss ich sowieso noch nicht lang. Von daher lasse ich das jetzt mal und gehe lieber zurück zur Quelle. Vielleicht gehe ich da später nochmal hin. Jetzt muss ich nur hier irgendwie zurückkommen, ohne mich treffen zu lassen, möglichst. Und ich weiß, dass gleich diese blöden Würmer kommen. So, ihr zwei. Hopp, so, wunderbar, wunderbar. Das war doch schon mal ein gutes Ausweichen. Hier, ganz großes Kino. Weiter geht's, wieder hier hoch und rüber, hüpf. So, das Ganze geht jetzt auch wesentlich schneller, da ich ja die Rennfähigkeit entdeckt habe und nicht mehr hier so ganz langsam rumlaufen muss, wie vorher immer. Ja, dass ich darauf nicht gekommen bin. Ich meine, in Super Mario ist es ja auch nicht anders, dass man mit einer Taste rennen kann. Und ja, hätte ich mir denken können. Aber was soll's? Ich mache trotzdem weiter jetzt. Oder gerade deswegen mache ich weiter, nicht trotzdem. Hupf, nicht ins Wasser, da sind die bösen Fische. Und hier auch nicht ins Wasser, dann stirbst du und du hast... Wieso habe ich 4 extra Leben? Woher habe ich die alle? Ich bin doch ein paar Mal gestorben. Ich dachte, ich hätte jetzt nur noch 1. Sehr seltsam. Egal. Vielleicht kriegen wir nach jedem Tag ein neues Leben. Das ist eine spezielle Half-Genie-Power oder so. Was weiß ich. Egal. Hauptsache, ich sterbe nicht. Nein! Ich möchte da bitte rüber. Warum kann ich da überhaupt nicht vorbei? Das ist irgendwie... Also das stört mich ein bisschen, dass man hier teilweise echt nicht sehen kann, was jetzt zum Hintergrund gehört und was ein Hindernis ist. Aber naja, was soll's. Ist egal. Hüpf runter. Juhu. Du kannst es. Du kannst fallen, ohne Schaden zu nehmen. Das rechne ich dir auch schon hoch an. Und es ist Tag. Bei Tag, das gefällt mir noch viel besser. Ich kann zwar keine Feuerfliegen sammeln. Hier, Dingens, wie heißen die? Ich habe den Namen vergessen. Glühwürmchen. Ich kann die zwar nicht sammeln, aber ich... Dafür sind die Gegner schwächer, du blödes Mistvieh. Egal. Vielleicht kriege ich ja gleich noch... Vielleicht gibt ihr mir mehr Herzen. Herz? Herz? Nein, kein Herz. Dann eben nicht, dann... Aua. Oh nein. Oh nee, jetzt fange ich ganz hinten wieder an. Gut, gut. Dann renne ich mal wieder weiter. Hier kommen die Regenwürmer. Aua. Ja, diesmal lasse ich mich natürlich auch direkt treffen. Toll. Ja, ich habe super Skills hier in diesem Spiel. Es ist unglaublich, wie gut ich bin. Wow, okay, das war Glück. Nein, 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 das war kein Glück. Das war alles Können. Das war geplant. Voll. Total. Also, traut ihr mir das nicht zu? Nicht? Nein? Na gut, dann halt nicht. Dann glaubt mir halt nicht, ihr, was seid ihr? Aua. Oh, Fischliebhaber. Ja, ihr seid jetzt Fischliebhaber. Ihr mögt es, wenn die Fische mich beißen, bestimmt. Weil ihr dann hofft, dass ich frustriert werde und rumbrülle, aber das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. So, hüpf und kletter mal hier schön hoch. Aber, also, bis darauf, dass ich halt nicht genau manchmal sehen kann, was jetzt zum Hintergrund gehört und was wirklich Spielwelt ist oder Hindernis, besser gesagt, finde ich das Spiel eigentlich ganz lustig. So, die Steuerung ist vollkommen in Ordnung, also ich habe keine Probleme damit. Jetzt, wo ich auch weiß, wie ich sie richtig einsetzen muss. Und ja, ich... Aber nein. Ja, sowas passiert halt nur, wenn ich mich dumm verhalte.
Und ansonsten, ja, cool. Ich bin mal gespannt, was sonst noch so kommt. Also ich habe gelesen, dass es ziemlich viele verschiedene Sachen zu tun gibt in diesem Spiel. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Und was ich vielleicht auch noch erzählen sollte, ist, dass es auch ein... Wow, aber eine Fortsetzung... Moment, ich gehe etwas nach links, sonst trifft er mich. Dass es auch eine Fortsetzung zu diesem Spiel gibt, und zwar auf DSiWare. Die ist irgendwann, keine Ahnung, 2009, 2010, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es da erschienen. Und die wurde auch hochgelobt. Und juhu, wir sind richtig.